herzlich willkommen zur Shop-Show. So, ich möchte online gehen. Online heißt live. Das heißt, ihr könnt live miterleben, wie hier gearbeitet wird. Hört mal hin. Da wird gerade etwas digitalisiert. Digitalisiert für einen Rechtsanwalt. Ich zeige euch auch nachher, was ich da digitalisiere. So, und dabei mache ich jetzt diesen Videoclip. Ich begrüße euch total recht herzlich hier bei den Shop News. Ich werde erklären, wer ich bin. Ich werde meinen Beruf erklären. Ich werde meine Arbeit erklären. Und auch, warum ich das mache. So, jetzt höre ich mir erstmal an, was hier ist. Ja, cool. Rechts natürlich. Wenn einer früh morgens wach wird. Ne? Ja. Rechts, genau. Ja, wie gesagt, Ladies and Gentlemen, das habe ich vor. Genau das. Das heißt also live. Ihr könnt mich dann live sehen bei der Arbeit. Und darum mache ich das Video. Weil ich eine sehr ehrliche Person bin, sage ich es von vornherein. Ich mache dieses Video zum Zweck, über 1000 Klicks zu bekommen. Aber jetzt nicht hier bei YouTube, sondern bei TikTok. So, ich möchte gerne, das zeige ich euch gleich, bei TikTok möchte ich doch gerne live gehen. Schätzungsweise schaffe ich das nur abends oder morgens und am Wochenende, so wie jetzt. Sonst schaffe ich es leider nicht, aber darum geht es nur. So, ich zeige euch TikTok, warum ich das machen möchte. Darf ich vorstellen, TikTok. Und so haben Sie hoffentlich die Beweiskette für die Aufbewahrung. Sie verwenden eine Art Spektroskopie-Ansatz. So, ich versuche jetzt einen zu finden, der live ist. Da ist er, das möchte ich. Grüße alle. So, ich begrüße alle LKW-Fahrer, die live sind und mit denen ich live talke. Mal gucken, ob ich die Stimme jetzt einfange. Grüße. Warte mal, Grüße. Moin. Gute Fahrt. So, ich habe mich jetzt gegrüßt. Ich weiß nicht, ob man mich jetzt auch grüßt. Wenn ich Glück habe, macht das. Ich weiß ja gar nicht, wer das jetzt ist. Ich habe jetzt einfach mal genommen. Ich gehe von Deutsch aus. Er ist beschäftigt, macht gute Musik. Ja, ist live. Seht ihr? So, schau mal hin. Geh mal zum nächsten Truckerfahrer. Baumaschinen. Das ist der nächste Truckerfahrer. Muss erst gucken, ob Amerika, England oder Deutsch. Der ist ein Deutscher. Schön. Ich wünsche dir mal Moin. Geschifft, was runterkam. Und jetzt sieht's gut aus. Sonne? Richtig, wir haben tolles Wetter. Also das Video wird noch interessanter. Ich bin wie gesagt am Arbeiten. Grüße. Ja, ganz aufgeregt schon. Hä? Und Moin Moin. Ja, ich bleibe immer anständig, Micha. Du auch, ne? Also wie gesagt, live gehen, da habe ich Lust drauf. Ach du Scheiße. So, ich möchte jetzt auch nicht dagegen ankämpfen mit der... der Scanner hat es gerade geschafft. Ich werde das auch nachher... Also bleibt dran. Also das soll... Also dieses Video ist jetzt so, als wäre es live. Also ihr seht... wenn man live on air geht und arbeitet und die Menschheit daran teilhaben lässt. So, dieses Video hat einen Grund, warum ich es mache. Als öffentliche Person ist man halt bekannt und muss man sich auch vieles anhören. Vor allen Dingen die Neider oder die, die der Meinung sind, sie müssten sich nach vorne tun. Ja, also die meisten... Neider, die sich nach vorne tun, Fensterscheiben bemalen
oder bei TikTok Frohnhausen, nicht TikTok Frohnhausen, Telegram Frohnhausen Pamphlete raushauen, sind sie selber schuld, wenn der Staatsanwaltschaft dann ermittelt, das ist ja wohl ganz klar. Wie gesagt, Telegram Frohnhausen, so eine Geschichte da, das sind so Merkwürdige, die da unterwegs sind. Antifa sind merkwürdig unterwegs. Ich kenne mich da gar nicht aus. Ich weiß gar nicht, was Antifa bedeutet für mich, weil ich habe damit gar nichts zu tun. Mein Beruf ist hier Medien, mein Beruf ist hier der Computer, mein Beruf ist die Technik, mein Beruf ist der digitale Highway. Der digitale Highway mit Zuhilfenahme von Maschinen, das ist meine Welt seit 1966 und seit 1976 in Überlegung, seit 1979 im Beruf und wird immer härter, wird immer komischer. Wie gesagt, TikTok, Snapchat, Facebook und so weiter. So, wir haben Juli 2021 und ich war gestern bei den Dreharbeiten, zeige ich euch, in Mülheim. Jetzt unterhalte ich mich noch mal eben kurz, mal gucken, was du sagst. Nuri, mit dem ganzen WC, halt, ich krieg nichts geregelt, wenn ich drehe. So, manche verstehen nicht, und das muss ich jetzt öffentlich auch mal sagen, es tut mir natürlich, jeder hat irgendwie, und meiner einer als sogenannter Chef, ist leider so, muss immer da sein. Ich muss immer, ne, deswegen, muss ich jetzt aber auch unterbrechen, ich kann nicht jetzt wieder aufstehen, den Auftrag unterbrechen, meine Idee, diesen Videoclip auf den Weg zu bringen, also, das möchte ich auch mal öffentlich beurkunden. Meine eine hat kaum Zeit für sich selbst. So, am 12.07. schauen wir wieder hier Cobra 11 RTL. Ich kann es mir anschauen, weil TV Now. So, bei TV Now am 12.07. kann sich jeder Cobra 11 anschauen. Und am 29.07. und am 29.07. könnt ihr das dann auch schauen. Die letzten 8 Folgen, die dann ziemlich schnell rausgehauen werden. Wer Lust und Laune hat, kann natürlich auch kaufen. So, jetzt stehe ich wieder auf. Ich schneide, weil ich jetzt die Digitalisation beende. Ich bin schon bei 7. Ich schreibe das eben um. Bei 7. So. Das hier ist jetzt für einen Rechtsanwalt, der das braucht. Dieser Rechtsanwalt könnt ihr buchen. Den könnt ihr auch sehen vor laufender Kamera. Der ist auch Dozent. Und wie gesagt, ich bin mit allen verbunden. Nicht nur TikTok, Snapchat und Facebook und WhatsApp. So, dieses Video, für alle, die gerade reingeschaltet sind oder sich wundern, was ich jetzt hier für ein Video mache. Nein, das ist ja auch kein Notfall, aber... So, und wie gesagt, das habe ich vor. Das heißt also, wenn ich bei TikTok wäre, live, könntet ihr mich, aber nur mich, nicht die Kunden, live mal beobachten, live sehen bei der Arbeit. Nicht nur bei der Arbeit, wie arbeiten wir vor und hinter der Kamera, sondern wie arbeiten wir denn auch in der Welt digital. So, jetzt bin ich beim Scannen. Scannen, das heißt also ein Großrechner, ein Kopierer sind angeschlossen und die unterhalten sich jetzt. Und während die sich unterhalten, schneide ich das Papier zu, damit ich es später binden kann, so nennt man das. So, und daran möchte ich euch heute beteiligen, also ich möchte euch einladen, heute eine Arbeit zu sehen, die getätigt wird. Ich darf euch verraten, das ist viel Arbeit für mich, weil ich muss die Kamera einstellen.
ich muss die Kamera positionieren und dann muss ich diesen Film machen. Also ich muss ihn zusammenbauen. Dann muss ich mich hier noch um das gute Stück kümmern hier, was hier dran ist und gerade ein Problem hat. Angerissen durftet ihr zuhören. Na, da könnt ihr auch den Finger sehen. Es ist ein Toilettenproblem. So, da ist was defekt. Und ich soll das beheben. Und ich werde es beheben, nur nicht jetzt. Da ich ja Freitag beim Doc bin und zurück, und dann kann ich, also ich würde sagen, wir terminieren das auf den Montag. Das ist jetzt terminiert, ist gebucht. Ich habe das sozusagen eingelesen. Ich werde arbeiten. Also der Shop ist auf, sagen wir mal, bis 14 Uhr. Dann werde ich loslaufen zu ihm, zum Doc Det. Und von da aus komme ich dann zurückgelaufen zu You. Und dann mache ich das, würde ich sagen. Und dann transportiere ich auch schon mal die Glaseinheiten zum Shop. Was hältst du davon? Terminieren wir das auf Montag, ja? Denn jetzt bin ich beschäftigt. Ich muss arbeiten, weißt du da? Bescheid, ich muss arbeiten für den Rechtsanwalt, damit du doch da so mal Bescheid weißt, ne? Arbeit ist Arbeit und Vergnügen ist Vergnügen. Ja, Montag machen wir da deine Arbeit. So sieht's aus. So, ihr seht, das ist jetzt ein Videoclip, als wäre ich online. Das heißt, jetzt, hier und ist. Was natürlich nicht hier und jetzt ist, das ist eine Aufzeichnung. So nennt man das. Ich zeichne das jetzt auf. Job News, ich begrüße euch. So, ich habe halt festgestellt, dass ich sehr viel Zuschauer habe, die leider, ich habe also sehr viele Zuschauer, die leider ihre Art Synapsen da nicht richtig koordinieren können. Sie kommen irgendwie nicht klar. Sie sind der Meinung, sie müssen böse sein. Sie sind der Meinung, sie müssen sich wie ein Arsch benehmen. Aber die Ärsche dieser Welt werden uns ja jeden Tag vorgestellt. So, die größten Ärsche sind ja in der Welt der Politik unterwegs und erzählen euch gestunkene Einstellungen, da muss dort gedreht werden. So, und bei einer Live-Schaltung brauche ich das alles nicht. Bei einer das hat jetzt nichts mit Bequemlichkeit zu tun, sondern bei einer Live-Schaltung kann ich gemütlich mit laufender Kamera hier rumlaufen und arbeiten und machen und tun. Okay? So, und jetzt unterbreche ich wirklich, weil das Video ist, glaube ich, schon ein bisschen zu lange, weil ich habe nicht das Klientel. Ja, ich habe diese Hasser, die Antifa und Ottifanten, Alter. Ja, und dann diese ganzen Schwurbler und wie euch, ach so, ne? Ich habe so viel niedrige, sehr niedrige Kunden an Geister, die wirklich tatsächlich gegen mich opponieren. Ey, da darfst du nicht hin, geh da bloß nicht hin. Meine lieben Freunde, seid mir nicht böse. Ja, ist okay. Jeder, ob von A bis Z, gut oder schlecht, jeder, wirklich jeder ist willkommen, aber der deutschen Sprache mächtig oder auch nicht. Ja, so. Ich mache nur meinen Job, mehr nicht. Und ich lade euch ein. Macht euch euer Eigenbild über meine Person, mein Können. Ja? Macht euch ein eigenes Bild und hört endlich auf solche Frohnhausener Telegram-Merkwürdigkeiten, auf Antifantisten, Spiritisten, Fantasisten hereinzufallen. Ja. Wer darauf reinfällt, ist selber schuld. So. Ihr könnt nämlich hier viel Spaß haben, sehr, sehr viel Spaß könnt ihr hier haben. Und ich bin wirklich tatsächlich für euch da und ich kämpfe sogar für euch. Ich habe für einige gekämpft. Und ja, ich lege mich halt mit allen an. Das ist mein Beruf, muss ich halt. Und ja, jetzt arbeite ich aber weiter. Ich trödel nämlich, das nenne ich Trödel mittlerweile, wenn ich so auf die Uhr gucke. Ihr habt euren Spaß, ihr könnt das Video sehen, aber ich muss arbeiten. Ja, das ist für mich Arbeit, für euch ist es Spaß, okay? So, jetzt mache ich das Ding hier weg. Also wie gesagt, geht in den nächsten Clip und schaut euch an, wie ich arbeite, okay? Ach ja, stopp, bevor ich abhaue. TikTok, versucht da mal. AVR Movie Filmmaker, okay? AVR Movie Filmmaker,
TikTok, TikTok. Also wenn ich, wie gesagt, über 1000 bekomme, kann ich endlich online gehen, live. Und dann zeige ich euch viel, viel mehr und das macht auch sicherlich viel, viel mehr Spaß. Glaubt es mir oder ihr dürft es mir glauben. Okay, alles klar? Okay, jetzt bin ich aber weg.